Lieber. So, und herzlich willkommen zurück. Part Nummer 40. 41. Entschuldigung. So, dann wollen wir mal. Ja, wir haben eigentlich alles gut dabei. Machen wir mal. Der Wal hat den Palast gestürmt und lebt trotzdem noch? Ja, es wird aber kein gutes Leben sein. Oh, meine armen Füße. Ja, schlimm, ne? Was soll denn Aloy dazu sagen? Ja, begib dich zum Sonnenpalast. Ich habe so das Gefühl, so langsam wird's. Ist 5 vor 12 hier. Wollen wir mal. So langsam kriege ich auch wieder Hunger. Ich habe noch ein bisschen gebratener Reis mit Ente rumliegen. Welche nach dem Part mal ein bisschen schnabulieren. Aloy, was führt dich nach Meridian? Gefahr. Helis kommandiert eine fanatische Armee, die Eclipse. Sie greifen bald an, von Westen. Mit vielen alten Kriegsmaschinen, aber das ist nicht das Schlimmste. Sie bringen einen Geist mit, Gott, Dämon, Maschine, wie immer du es nennen willst. Er heißt Hades. Und ihm geht's nicht um Meridian. Er will nur den Turm. Wenn er ihn erreicht, stößt er einen Ruf aus, der noch mehr Maschinen weckt. Mehr, als wir je bezwingen können. Alles wäre verloren. Das darf nicht passieren. Ich versuche zu verstehen, aber meine Verantwortung liegt bei Meridian. Um Meridian geht es nicht, Avad. Ihr müsst den Turm verteidigen. Vielleicht die Garde, Strahlender. Ja, schicke sie zum Turm. Erend kennt Aloy, er wird es gut heißen. Und lasst die Stadtwache die Westseite absichern. Von dort können sie Meridian verteidigen und die Flamme, wo der Turm steht. So, der Aufbau der Verteidigung wird Zeit brauchen. Bitte sag mir, was du über unsere Feinde weißt. Und zwar alles. Ich weiß sicher nicht alles, aber immerhin etwas. Warst du schon beim tadellosen Marat? Noch nicht, aber bald. Er möchte mit dir reden. Die Verteidigung obliegt seiner Verantwortung. Na dann. Der tadellose Marat. Das machen wir. Wenn der so tadellos ist, dann können wir ruhig mit ihm sprechen. Immer ganz ruhig. Panik in der Stadt bringt uns nur einen weiteren Feind ein. Ja. Und meldet mir weiter jeden Neuankömmling. Ach, Aloy. Die Vorbereitungen laufen für die Verteidigung am Berg und beim Turm. Gut. Das ganze Sonnenreich wurde informiert. Mhm. Verbündete bieten Hilfe an. Manche für Meridian, manche für Scherben. Ist ja klar. Und viele auch für dich. Ausdrücklich. Das hört man gern. Für mich? Nicht so bescheiden. Der Berg ist die Frontlinie. Dort verteidigt die Stadtwache? Ja, unterstützt von ein paar Freiwilligen, wie bereits erwähnt. Die Osaram-Kanonen, die Meridian bei der Befreiung erschütterten, beschützen uns jetzt. Das ist doch gut. Du kannst dir gern alles ansehen. Mach ich. Und der Turm? Sind Erend und die Garde dort? Allerdings. Sie rasseln mit den Rüstungen und üben ihre Kampfschreie, schätze ich. Es sind doch einige der Nora beim Turm angekommen. Sie haben eine königliche Audienz abgelehnt. Kannst du mal mit ihnen reden? Werde ich. Das kriegen wir hin. Jetzt können wir wohl nur noch auf den Angriff warten.
Ganz genau. Kein Gefühl, das ich schätze. Aber unsere Posten in Abendzeichen melden noch immer nichts aus dem Westen. Wenn du noch etwas zu erledigen hast, solltest du es jetzt tun. Ansonsten habe ich die Wohnung von Olin Stöberer für dich vorbereitet. Dort kannst du schlafen, wenn du müde bist. Okay, dann würde ich sagen, wir gucken uns den ganzen Kram nochmal an, bevor wir uns ausruhen. Alles, was zu finden ist, das muss alles zu den Toren. Wollen wir mal gucken. Jetzt wird's langsam kritisch. Lass uns reden. Nein, lebhaft diskutieren. Interessiert mich nicht, hab Besseres zu tun. Muss die Welt retten. Die Bögen und Speere. Wir geben uns nicht kampflos. Keine Quest mehr, nix. Ich mach jetzt. Ich will das Optionale machen. Ganz im Ernst. Ganz im Ernst. So, was haben wir hier? Hol dich vor dem Kampf aus. Ja. Hier lang müssen wir. Was? Hergebracht, weil wir wussten, dass wir in Sicherheit sind. Was zum... Sag mal, bin ich zu blöd oder was? Bin jetzt im Kreis gelaufen, anstelle einfach mal irgendwo runter zu gehen. Nee. Aber ich sah jetzt offiziell keinen Weg, also... Möge man mir... Nee. Ich habe den Weg gesehen. Klappt natürlich nicht. Ich muss den Fahrstuhl nach unten nehmen. Ja. Hinterfrag's einfach nicht, okay? Was ist das? Fisch? Hm. Das ist getrockneter Fisch oder ist das schlechter Fisch? Na, auf zu kommen. Sieht so ein bisschen aus mit diesem Gold. So ein bisschen wie Dingsbums. Ein Zwergenruin aus Skyrim. Ich würde gerne wissen, wie das ohne Elektrizität funktioniert. Könnte eine Hubkraft sein. Könnte man eigentlich so einrichten. So zwei Gewichte, die sich gegenseitig hoch und runter ziehen und die so ausgebalanced sind, dass ab 2 Kilo mehr oder ab einem gewissen Grad an Kilo, dass dann der Aufzug nach unten geht. Also auf der rechten, links und rechts jeweils 50. Dann steigst du mit links ein und gehst dann runter, während eine Bremse die Geschwindigkeit misst und dementsprechend Widerstand gibt, dass du nicht zu schnell runterrutschst. So, hier gibt es auch eine Nebenquest, aber die interessiert... Meine Familie könnte noch leben. Und ihr sitzt hier rum und tut nichts? Wir haben da draußen schon ein Dutzend Mann verloren. Die Befehle sind klar. Keiner mehr. Die Bürger wurden gewarnt. Du redest von Befehlen. Ich rede von Leben. Dazu sind die Befehle da. Hast du? Um Leben zu retten. Bist du poliert? Na klar. Ist das nicht etwas... Was? Nichts. Vanascha. Vergiss es einfach. Du wirkst wirklich sehr würdevoll. Danke. Und glänzend. Sehr glänzend. Kleine Jägerin, du rufst und ich komme. Aha. Bereit zum Kampf?
Kampf? Ich dachte, du willst nur Tee trinken und plaudern. Uns steht ein Kampf bevor, das wusste ich nicht. Das kann nicht sein, du weißt immer alles. Ja, das stimmt. Wir trafen uns noch nicht oft und doch kennst du mich so gut. Ich möchte dich gern besser kennen. Das wäre schön. Hm. Wenn ich den Satz höre, ist das meist anders gemeint. Kann ich dir was verraten? Na klar. Raus. Ich warte schon ein Leben lang auf diesen Kampf. Der juckt in den Fingern, Mädchen, oder? Ist derselbe, der aus Meridian einen Sklaven markt und aus Sonnenfall ein Blutbad gemacht hat. Yeah. Fanatiker, die töten und foltern. Mütter, Väter, Familien, Kinder. Alles im Namen der Sonne. Ich hasse sie, Aloy. Die Peitschennarben auf meinem Rücken bezeugen es. Und heute können wir sie ein für alle Mal vernichten. Ich kam deinetwegen, aber das ist längst nicht alles. Ich kam ihretwegen. Diesmal kommen sie nicht davon. So ist es, Vanasha. Wir kämpfen gemeinsam. Und das danke ich dir, kleine Jägerin. Und danach geht die Sonne über einer besseren Welt auf. Die Osseram sind diesmal zu weit gegangen. Der Wal sollte für seine Verbrechen sterben. Aloy? Rühren, Uthed. Meridian kann froh sein, dass du hier bist. Und ich auch. Es ist eine Ehre. Dank dir steht auf meinem Grabstein nicht ein guter Soldat, aber ein Trottel. Ich hoffe, du wirst noch lange keinen Grabstein brauchen. Wie die Sonne will. Als du mich fandest, wollte ich einen ruhmreichen Tod. Doch jetzt ziehe ich ein ruhmreiches Leben vor. Zu sehen, wie Itamin wieder im Garten spielt. Er wird zwar immer noch schwer bewacht, aber deine Tat war gut getan. Mhm. Eine coole Rüstung. Ich werde das Weib nicht los, Vanasha. Sie liebt es, mich zu reizen. Wie einen Behemoth mit einem roten Tuch. Soll ich Sie bitten, aufzuhören? Nein. Ich akzeptiere es. Die beiden. Meridian soll stehen, der Schatten soll fallen. Ich schwöre. So sei es, Uthed. Guter Mann. Guter Mann. Die beiden sind super. Die beiden sind knuffig. Tab! Hey, Aloy. Ich sagte doch, ich komme. Das stimmt, Tab. Aber sind deine Wunden überhaupt schon verheilt? Also, bei einem Kampf würde ich mich wohl auflösen. Aber keine Sorge. Das überlasse ich den anderen, Nora. Beim Turm. Ich habe Vorräte gebracht. Ich bin bei den Kaja jetzt Ehrenquartiermeister, was immer das heißt. Das klingt imposant. Ich find's gar nicht so schlecht. Unter diesen Fahnen werden wir Waffen und Medizinlager anlegen. Suche sie, wenn der Kampf beginnt. Mhm. Aloy, als du in den Berg gegangen bist, hat die Göttin gesagt, wie es ausgeht? Das musste sie nicht. Wir schaffen es sicher, Tab. Wenn du das sagst. Prinz Itamen ist auch so. Alles klar. Unter dem alten König wache. Diese Tage sind längst vorbei. Gut, was haben wir denn hier unten? Hier ist eine Wache. Nakoa, du willst kämpfen. Wie könnte ich nicht? Bei den roten Raubzügen gab es nur einen Karja, der den Nora schlimmer zusetzte als Said. Helis. Ich bin bereit, jede Armee zu bekämpfen, die er anführt, egal wie stark. Für die Nora, die starben, für mich selbst und für meinen Vater. Wir stoppen ihn. Du hast mein Wort. Dein Wort zählt viel. Besonders jetzt. Dank dir hat sich das Heilige Land geöffnet. Wenn wir siegen, kann ich nach Hause. Es wäre schön, Jan wiederzusehen. Ich bin hier, Aloy. Bis zum Ende. Was meinst du, wie viele du in der Schlacht tötest, Uthed? So viele, wie ich muss. Ich liebe es, wenn du sowas sagst. Es ist so... Was? Heiter. Ich könnte den ganzen Tag da still in den Beinen zuhören. Die sind so knuffig. Wunderbar. Vanasha und Uthed, herrlich. Ha. Petra! Du musst dann wohl Aloy sein. Ich dachte, du hättest mehr. Mehr was? Mehr Fett, schätze ich. Mehr wie ein Zahnrad, nicht wie ein Ringlein.
Versteh mich nicht falsch. Du bist gut gebaut. Flirten alle Osseram im unpassendsten Moment? Unpassend? Der Kampf hat nicht mal angefangen. Petra Schmiedin, ich komme aus der Freihalde. Beim nächsten Staubsturm gehe ich dahin zurück. Marat bat mich, zuerst das Arsenal zu überprüfen. Den Kanonen geht's gut. Aber ich habe ihre Rohre geputzt für mehr Donner. Kann ich eine testen? Das wollen immer alle. Dann mal los. Yo. Ich will zwar jetzt nichts sagen, aber ich hab Freude dran. Treffsicher und eine hohe Reichweite. Nicht zielen wie mit einem Bogen. Not bad. Das Ding läuft. Ich bin glücklich. Nicht schlecht, Petra. Nicht schlecht. Bin beeindruckt. Das ist ein schöner Speer, Uthid. Danke. Ich mag, wie du ihn hältst. Genug jetzt. Aha. Aha. Die Sonne möge dich für die Rettung des Sonnenkönigs segnen. So, wollen wir die Verteidigungslinie mal aufsuchen. Ja, Vanasha und Uthid, ne? Interessant. Ich finde es interessant, wie anzüglich die mit dem spricht. Und der Uthid denkt einfach nur, oh Mädchen, das muss nicht sein. So, dann gucke ich mir mal die Verteidigungslinie an. Und dann geht die Vorbereitung zum Turm weiter. Und dann ruhen wir uns aus. Für den großen Kampf. Muss ich denn da überhaupt lang? Hier lang. Ja. Aratak. Ich dachte nicht, dass du herkommen würdest. Ich bin in der Tat ein Fremder in diesem grünen, schneelosen Land. Urea vergab den Kaja, aber ich tat das nie. Doch, ich wollte kommen für meinen früheren Häuptling. Es ist gut, dich als Anführer zu sehen. Und ich bin stolz, dir bei der Jagd den Vortritt zu lassen. Eine große Herausforderung. Überleben und siegen, stimmt's? Es gibt nur diesen Weg. Nicht schlecht. Ich finde super, dass so langsam unsere Leute, mit denen wir zu tun hatten, alle so ein bisschen unterstützen. Gefällt mir sehr. Wären wahrscheinlich noch mehr Leute gekommen, wenn wir mit mehr Nebenquests weitergemacht hätten. Aber das werden wir schon schaffen. Das sieht so aus, als würde es irgendwann brechen. Ich weiß nicht, das sieht so... Mal gucken. Die Ruhe vor dem Sturm. Okay. Sei gegrüßt, Aloy. Nein, nicht verbeugen. Die Gesalbte mag das nicht. Sie mag es auch nicht, wenn man sie die Gesalbte nennt. Ich bin dankbar, dass du hier bist, Mar. Sie mag das nicht. Ich gab mein Wort. Und Meridian, was denkst du? Es gibt so viel Neues, seit wir uns kennen. Ich sollte dir danken. Was ist los? Willst du das wissen? Na gut. Dies ist ein fremdes Land, verdorben. Und ich verteidige eine merkwürdige Stadt voller Ungläubiger gegen etwas Unvorstellbares.
Und du, nach all den Ereignissen, nach all deinen Taten. Ich sollte auf die Knie fallen und dich verehren, aber ich weiß, du willst das nicht. Oh, es ist ziemlich hart für dich, hm? Danke, dass du das mit dem Verbeugen gesagt hast. Sowas fehlt mir gerade noch. Sei nicht zu hart zu ihnen. Sie sind nur hier, weil die Gesalbte darum gebeten hat. Ist das auch dein Grund? Nein. Ich bin hier, um dich noch einmal zu sehen. Und es geht um den Metallteufel, weil die Göttin das sagt. Oder weil du das sagst. Ich glaube, die Göttin und ich sind uns einig. Schön, dass du hier bist. Finde ich auch. Der Wale, super. Die ist... Schön, dass sie da ist. Ich wollte jetzt sagen, die ist süß, aber... Ich konnte mir sie nicht... genauer angucken. Gut. Gehen wir mal zu den Boys hier. Also, wer sind diese Typen? Sie bezeichnen sich selbst als Eclipse. Und was soll das heißen? Das ist, wenn der Mond vor der Sonne steht, Idiot. Oh, soll das irgendwie furchteinflößend klingen? Keine Ahnung, sie waren mal Kaja. Und Kaja labern doch dauernd von Sonne und Schatten. Tja, wenn das Kaja sind, kann's ja nicht so schwer werden. Ja, ihre besten Leute kleiden sich wie Gockel. Dann rupfen wir sie doch. Nicht so viel Gegacker, Jungs. Schön. Oh, herrlich. Gut, Erend. Eloy, da sind wir wieder, bereit für den Kampf. Doch dieses Mal haben die Gegner wohl mehr zu bieten. Was genau erwartet uns hier? Ich weiß nicht. Aber es werden sehr viele sein und sie haben Maschinen. Und wenn sie hier durchkommen, wird nicht nur Meridian fallen. Der Rest der Welt wird auch untergehen. Das ist hart. Das ist ein Kampf für uns. Stimmt's, Leute? Und wo steht unsere Garde? An der Frontlinie! Warum? Stahl steht vor Eisen! Und was werden wir tun? Wir sind der Hammer, der sie zermalmt! Richtig! Hörst du? Niemand kommt an der Garde vorbei. Wir kämpfen für Meridian. Und für dich. Danke, Erend. Ersa wäre stolz. Nur wenn wir siegen. Wir werden siegen, Erend. Verlass dich drauf. Auf jeden Fall. Dafür werde ich sorgen. Dafür werden wir Sorge tragen. Die sind ja größer als der höchste Baum. Die Kaja sehen in ihrer Rüstung ja wie Gockel aus. Aber es sind so viele. Und wir sind so wenige. Wir sind nicht der Feind. Kriegsherrin Sona. Kriegsherrin, du siehst bekümmert aus. Die Nora gehöre nicht hierher. Ich gehöre nicht hierher. Ich will den Metallteufel bekämpfen, der uns bedroht. Aber mein Platz ist im Heiligen Land. Roll nicht rum. Die Falschheit hier durchbohrt mich wie ein spitzer Pfeil. Es tut mir leid, dass das so ist. Das muss es nicht. Dies wird beendet. Mein Speer, mein Wort. Gut. Kein Problem. So, und jetzt können wir uns nur noch ausruhen. Ja. Ja, es wird so langsam brenzlig. Wollen wir uns mal ausruhen. Ich will vor allem mal gucken, ob ich den Kampf vielleicht noch in den Part mit reinsetze, weil... Why not? Why not? Gut, die Linien stehen, die Leute auch. Das gefällt mir persönlich ganz gut. Irgendwie leer. Soll ich schlafen? Muss ich noch etwas erledigen? Mach alles gut. Wir haben genug. Warte mal. Ich denke, wir sind bereit. Es
passt schon. Kein Weg zurück. Habe ich gespeichert? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Gibt's wirklich kein Zurück mehr. Wie konntest du schlafen, Elisabeth? Mit so einer Last auf den Schultern. Wenn du müde genug bist, geht alles. Und du, Rust? Ohne deine Familie? Elos Bett ist ziemlich groß. Silence? Bist du da? Geister werden mir auch nicht helfen. Ma'am, es gibt Zeichen aus dem Westen. Der Sonnenkönig erwartet dich im Tempel der Sonne. Let's go! Lagerfeuer vielleicht? Truppen, die sich für den langen Marsch zu den Stadttoren sammeln? Das ist kein Lagerfeuer. Was denn dann? Das Ende. Oder zumindest der Anfang davon. Die du meintest? An die Waffen! An die Waffen! Sofort! Bei der Sonne. Tut, was sie sagt! Bereit und geladen! Alle von euch, bereit zum Feuern! Wird der Beschuss sie aufhalten? Das werden wir herausfinden. Dieser Ficker. Helis! Nein! Versammel die Garde und schick Verstärkung! Aloy, oh nein! Wir brauchen die Waffen! Er wird dich erledigen! Nicht dieses Mal! Du hast mich lange genug geärgert. Dann hättest du mich im Sonnenring schlagen sollen. Der Gerechtigkeit nicht entfliehen. Warum kämpfst du? Bin jetzt auch nicht unbedingt. Das Ende ist unausweichlich. Jo, man kann es auch übertreiben mit den Bomben. Akzeptiere es. Akzeptiere deine Schwäche. Man kann's. Auf dich wartet nur ewig. Yo. Ich find's ein bisschen übertrieben, dass man da einfach alleine gegen eine komplette Armee kämpft. Sie kommt uns holen. Du hast mich lange genug geärgert. Dann hättest du mich im Sonnenring schlagen sollen. Meridian muss sich rot färben, um geläutert zu werden. Warum kämpfst du? Schnell.
Das Ende ist unausweichlich. Akzeptiere es. Akzeptiere deine Schwäche. Die Brücke hält das nicht mehr lange aus. Wieder abgewehrt. Warum wehrt er den Scheiß ab? Wieder abgewehrt. Sie gibt nach! Das kann nicht sein. Ich bin der Auserwählte. So sollte es nicht sein. Ist mir scheißegal. Bist du auf dem Scheiße, bist du, Penner. Wählte dich, weil du ein Dummkopf bist. Ein sadistischer Mörder, der nicht merkt, dass er nur benutzt wird. Du bist ein Versager. Und bald erinnert sich niemand mehr an dich. Kehr dein Gesicht zur Sonne und denk drüber nach. Tja. Und interessanteren Haufen als den habe ich heute Morgen gesehen, als ich in der Toilette gespült habe. Next one. Yo. Jetzt können wir nicht mehr auf irgendwas. Mehr kann ich nicht tragen. Alles gut, wir haben was wir brauchen. Hoffe ich. Wo werde ich gebraucht? Geh an eine Kanone auf die Plattform. Es läuft überraschend flüssig. Oh, die Palmen sind im Weg. Weg hier. Ich will zwar jetzt nichts sagen, aber... Yeah.
bin jetzt mal ein bisschen still. Ich muss mich auch konzentrieren auf den Großen hier. Wie auf einer Plattform bleiben kann, wenn ich ein bisschen schlau ausweiche. Aber seid wachsam! Einmal kurz Luft holen und sich wappnen. Ich brauche dringend ein bisschen Heilung. Sollte aber passen. Bleib ruhig da. Entschuldigung. Will ich hier sein, wenn er trifft? Von da oben! Bin doch zu blöd zu treffen, oder was? Aber wir haben ein kleines Lichtlein, das uns ganz viel Licht spendet. Die Leiche hier steht ein bisschen doof da. Auf, du Gockel! Wo? Na, die Plattform ist jetzt erstmal... Was zum Geier? Man kann sie übertreiben. Er hat gefressen. Und ich dachte, ich wäre gut gerüstet, aber...
So, jetzt aber. Der müsste gesessen haben. Ja, Zeitlupe bringt dir gar nichts, weil ich nicht zoomen kann. Es werden immer mehr. Fuck. Scheiße. Wir haben versagt. Aloy. Das gebe ich euch beim nächsten Mal, sonst wird es zu lang. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.